So, dann gehe ich mal schnell wieder in meinen Wagen rein. Gut gemacht! Wir sind voll mit Alkohol beladen. Los geht's nach Victorville. Sobald der letzte Waggon den Abstellbahnhof verlassen hat, können Sie für die Tour über den Kajon Pass beschleunigen. Wird gemacht, Boss. Wieso ist hinten kein grobes Licht? Schöne Aussicht übrigens. Ah! Komische Bäume, wie ich finde. Oh, jetzt wird wieder gefunkt. Psst. Die Funkgespräche versteht man kaum. Irgendwie. So, wie lang muss ich noch aufnehmen? Ach, noch 20 Minuten. Aber das mit dem Aufladen war lustig. Sanbar. Toller Name. Sanbar. Okay, ich denke mal, ich habe grün. Was bedeutet diese komische Musik im Hintergrund? Mehr Gas! Langsam muss man doch mal über das 55er-Schild hinauskommen. Ja, über die 55 kommt jeder irgendwann raus. Ich frag mich, wenn jemand gerade 8 ist. Oder 7. Lernt YouTube gerade kennen. Ich frag mich, wie es mit dem in 55, also wenn er 55 ist, aussieht. Mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas, mehr Gas. Sucht und Ordnung. Okay, jetzt können wir mehr Gas geben. Nur leider schafft das nicht. Was ist das da? Farbe sein. Sieht für mich anders aus. Über Sandbar schaffen wir noch. Thank you.
Herausforderung. Dun, 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 dun. Dun, dun, dun. Neue ab. Kein Licht an, Freundchen. Na gut, doch, vorne hat er nicht. Wie viel Uhr haben wir denn? 7.36 Uhr. In der Realität haben wir 15.19 Uhr und ist deutlich heller. Deutlich heller. Und heute Morgen um 7.36 Uhr war es viel heller als da. Boah, es wird total früh dunkel. Total spät hell. Das liegt an der schönen Zeit. Boah, wäre es auch dafür, dass man mehr Zeit zum Schlafen braucht. Vor allem in den Schultagen. In Ferien ist das Beste, dass man sich da ausrufen kann, wenn man aufsteht. Am Wochenende nicht so viel. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie so einen Grund. Zum Beispiel ist es am Sonntag der Grund, dass ich in die Kirche gehen muss. Nein, ich muss. Muss es übertrieben. Maximaler Speed 75. In Deutschland steht immer bei maximal. Na gut, wir haben aber eine ziemlich starke Neigung. Aber in Deutschland steht immer bei maximalen Speed. Nehmen wir mal 120 km/h. Ne? Und dann macht man die Höchstgeschwindigkeit, dann ist man locker bei 130 oder 140. Finde ich immer recht witzig. Naja, mal sehen, wenn es gerade ist. Ich meine, runter Zug kann man es ja auch nicht messen. Ich wette, dass der Zug auch schneller als 75. Na, wetten würde ich nicht, aber ich denke mal. Vor allem ist 75 auch so gerundet. Vielleicht ist es ja auch 76 oder 77. Wer weiß, wer weiß. Liebe Freunde, die endlich mal sage ich Tschüss, obwohl ich noch gar nicht aufhöre aufzunehmen. Endlich ist die letzte Folge, nee, die vorletzte Folge in dieser Aufnahmesession vorbei. Und ich würde sagen, danke fürs Zugucken. Mal sehen, wie es weitergeht mit Hupen und Signalen. Danke fürs Zugucken. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis dann mal wieder und tschüss!